Wir beeilen uns für Sie, denn Zeit ist Geld. Kabeljournal Werbeagentur. Alles aus einer Hand. Pünktlich, preiswert und in guter Qualität. Kabeljournal. Wir machen nicht nur Fernsehen. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Der 2. Februar mit diesen Themen. Abgedreht, MDR zeigt Neudorf, abgekämpft, Taekwondo-Turnier freut Gewinner und abgefragt, Gewerbevereinschef gibt Auskunft. Glück auf! Darüber hinaus heißt es am 2. Februar auch abgestellt, Stichwort Lichtmess. Die Weihnachtsbeleuchtung verschwindet endgültig aus unseren Fenstern. Johannes Uhlig, Superintendent des Kirchenbezirks Aue der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, hatte uns 2015 zwischen Weihnachten und Neujahr erklärt, was es mit Lichtmess auf sich hat. Lichtmess ist 40 Tage nach Weihnachten und stellt die biblische Geschichte dar, dass Jesus im Tempel dargestellt wurde. Die Maria hatte dort ein Opfer zu bringen und damit ist sozusagen der Weihnachtsvorgang oder der Geburtsvorgang abgeschlossen. Und von daher ist für mich Weihnachten, geht das bis Lichtmess. Mehr zum Thema Lichtmess gibt es in der morgigen Sendung. Die heutige beginnt mit einem Dreh des MDR-Fernsehens in Neudorf. Sie erfahren jetzt, was es damit auf sich hat. Von Freitag bis Sonntag war das MDR-Fernsehen an einem Wochenende im Januar in Neudorf zu Gast. Der Ort im Seematal ist zu Beginn einer neuen MDR-Sendereihe fürs Landleben dabei. Unser Dorf hat Wochenende, so der Titel. Reporter, Kamera und Ton fangen künftig jedes Wochenende das Landleben in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ein. Denn auf dem Land leben die meisten Menschen und das mit allen Vor- und Nachteilen. Im Suppendorf waren die mitteldeutschen Fernsehmacher unter anderem bei Jürgen Huss, der die beliebten Kerzelgeschichten erzählen kann. Andere Stationen waren dann unter anderem natürlich noch das Suppenmuseum, der Skiverein Seematal und die Bimmelbahn. Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Unser Dorf hat Wochenende, startet am kommenden Sonntag um 9 Uhr mit Folge 1. Bereits die zweite Sendung kommt dann am Sonntag, dem 14. Februar aus Neudorf im Erzgebirge. Jetzt die Nachrichten vom Dienstag. Der Freistaat Sachsen fördert ab März die Stelle eines Pflegekoordinators im Erzgebirgskreis. Darüber informierte der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Kraus. Gleichzeitig würden ab diesem Jahr niederschwellige Betreuungsangebote stärker durch den Freistaat gefördert. Die Landkreise müssten nunmehr nur noch einen Eigenanteil von 5% aufbringen. Vorher waren es 15% gewesen. Ich gehe davon aus, dass dadurch zum Beispiel mehr Tagestreffs für demenzkranke Senioren entstehen, sagte der CDU-Politiker. Im Landkreis sind 15.000 Menschen pflegebedürftig. Die diesjährige Januar-Ausstellung Krippen und Weihnachtsberge im Kulturzentrum Erzhammer ist zu Ende gegangen. Trotz einer Vielzahl verschiedenster Volkskunstausstellungen in der Region konnte die Annaberger Schau innerhalb von 3 Wochen 4.273 Gäste begrüßen. Auch 2017 soll es wieder eine attraktive Januar-Ausstellung im Erzhammer geben. Das Thema ist allerdings noch ein Geheimnis. Die neue Ausgabe der Reisezeit im Erzgebirge für Frühjahr Sommer 2016 ist beim Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises erhältlich und kann abgeholt werden. Die Räumlichkeiten des Kulturbetriebes befinden sich im Erdgeschoss des Landratsamtgebäudes in der Wettinerstraße 64 in Aue. Geöffnet ist Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr. Wie die Freie Presse schreibt, hat Veronika Hiebel als Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Erzgebirge eines ihrer großen Ziele bisher noch nicht ganz erreicht. Noch sind nicht alle Erzgebirgskommunen Mitglied im Tourismusverband. Deshalb werde Hiebel im Februar unter anderem in Lugau, Niederdorf, Jahnsdorf und Neukirchen zu Gesprächen zu Gast sein. Auch Königswalde, Elterlein, Bockau, Zschorlau und Stützengrün sind laut des Zeitungsberichtes noch nicht mit dabei.
Die Jugendgruppe der Jena-Planschule Markersbach hat mit ihren Theateraufführungen am Freitag und Sonnabend zweimal für einen vollen Saal im Kaiserhof gesorgt. Aufwendig inszeniert wurde Romeo und Julia. Das Stück wurde frei nach William Shakespeare auf die Bühne gebracht. Deine Frau nehmen? Ja, ich will. Und möchtest du, Julia, Romeo zu deinem Mann nehmen? Ja, ich will. Dann erschwere ich euch hiermit zu Mann und Frau. Du darfst die Frau jetzt küssen. Den Schlössen musst du. Der Winter lässt die Arbeitslosigkeit steigen. Ende Januar waren im Erzgebirgskreis 13.500 Menschen ohne Job. Das sind 1.400 mehr als im Dezember, aber 2.200 weniger als Ende Januar 2015. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 7,5%. Jetzt ist wieder Zeit, in den Oberschulen und Gymnasien um Schüler zu werben. Auch das Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium in Schneeberg hat sich zum Tag der offenen Tür am vergangenen Sonnabend von seiner besten Seite gezeigt. Die einzelnen Unterrichtsfächer wurden vorgestellt und die zur Verfügung stehenden Räume, Mittel und Konzepte präsentiert. Nicht in der Turnhalle, sondern im Foyer zu Gast waren in Schneeberg auch drei Handballer des EHV Aue. Bengt Bornhorn, Sebastian Duschek und Biaki Margunasson waren für eine Autogrammstunde ins Gymnasium gekommen. Ein Angebot, das bei den Mädchen und Jungen gut ankam. Das nächste Vorbereitungsspiel bestreiten die Auer Handballer am Donnerstag 18.30 Uhr in der Lößnitzer Erzgebirgshalle gegen den HC Elbflorenz. Für den Taekwondo-Sport im Erzgebirge ist das Nickelhütten-Turnier in Aue eine feste Größe. Am 30. Januar standen sich zum 18. Mal Kämpfer bei diesem Wettbewerb gegenüber. Fast 150 Aktive aus 26 Vereinen aus Sachsen, Thüringen, Bayern, Berlin, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Tschechien standen auf der Matte. Erstmals in diesem Jahr kam beim Auer Turnier in der Leistungsklasse 1 ein neues elektronisches System zum Einsatz, das neben Westen mit Sensoren auch Socken mit speziellen Kontaktflächen zum Erfassen der Treffer vorsieht. Aus sportlicher Sicht lief es bei den Gastgebern aus Sicht der Mannschaft diesmal nicht so gut wie erwünscht. Am Ende stand für das Auer-Team ein 12. Platz zu Buche, wobei einzelne Kämpfer in ihren Alters- und Gewichtsklassen Podestplätze erreichen konnten. Seit gestern stellen wir besondere Stücke der derzeit laufenden Ausstellung des Schnitz- und Bergvereins Lößnitz vor. In der ehemaligen Dampfbrauerei, die ist unterhalb des Rathauses zu finden, werden Pyramiden, Schwebeengel und Weihnachtsberge gezeigt. Nachdem uns gestern Ottfried Spindler eine Wurzelpyramide erklärte, bringt uns heute der Bildhauer Detlef Jehn seine Hauspyramide näher. "2007 habe ich diese Hauspyramide gebaut. Ich wollte einmal eine andere bauen, also ich hatte schon gotische gebaut und auch einfachere. Die Idee dazu kam mir, weil man ab und zu mal im Erzgebirge auch schöne Fachwerkhäuser sieht. Und ich dachte mir, das passt eigentlich auch ganz gut als Pyramide, weil es werden ja immer weniger so typisch erzgebirgische Häuser. Und ich habe es halt im Winter gelegt, weil die Winterlandschaft im Erzgebirge sehr schön ist. Und es bot sich auch an, halt da Kinder den Schneemann bauen oder mit Schlitten oder die Oma die Schnee schippt. Der Weihnachtsmann ist mit bei den Figuren und dann die typischen Bergmann, Förster, Holzfäller. Ja, und die Besonderheit an der Pyramide wäre vielleicht noch, meine Tochter habe ich auch geschnitzt mit unserer Katze auf dem Arm. Ich fand es halt gut, mal so ein erzgebirgisches Haus in so eine Winterlandschaft zu setzen. Das wäre eigentlich alles, was dazu zu sagen ist, zu dieser Pyramide.
Geöffnet ist die Pyramidenausstellung in der ehemaligen Dampfbrauerei am Niedergraben in Lößnitz bis 14. Februar, jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 13.30 Uhr bis 18 Uhr. Themenwechsel. Dem Wirtschafts- und Gewerbeverein Region Schwarzenberg hat das vergangene Jahr viel gebracht. Zum einen feierte der Verein sein 25-jähriges Bestehen. Zum anderen bekam er durch den Beitritt des Gewerbevereins Lauter Bernsbach einen enormen Mitgliederzuwachs. Wir haben den Vereinsvorsitzenden Klaus Blechschmidt gefragt, was das für den Verein bedeutete. Also damit verbunden waren natürlich viele Dinge, die wir ändern mussten, machen mussten. Das ging bei der Satzung los. Das ging weiter über einen neuen aktuellen Internetauftritt, der damit notwendig war, um alle Mitgliedsunternehmen, Mitglieder dort auch zu präsentieren. Damit verbunden auch ein Facebook-Auftritt, also vieles, vieles, was uns dort im vergangenen Jahr oder was im vergangenen Jahr notwendig war. Neuen Slogan haben wir uns gegeben, Verein mehr erreichen. Bisher hieß es, gemeinsam sind wir stark, das gilt nach wie vor, aber Verein mehr erreichen, denke ich, bringt das, was wir beabsichtigen, was wir machen wollen, mehr auf den Punkt. Der Wirtschafts- und Gewerbeverein Region Schwarzenberg hat inzwischen 112 Mitglieder und repräsentiert damit auch rund 3000 Beschäftigte. Die Mitgliedsbetriebe kommen laut Klaus Blechschmidt aus einer Region von Scheibenberg bis Lößnitz. Auf dem Erreichten will sich der Verein aber nicht ausruhen. Es stehen nach wie vor Ziele und Aufgaben vor uns, die die Infrastruktur allgemein betreffen. Dort wurde zwar speziell auch in der Verkehrsinfrastruktur viel erreicht, aber viele Dinge sind dort noch zu regeln und zu klären. Weiterhin natürlich ein ganz wichtiges Aufgabenfeld für uns ist das Stadtmarketing, was wir ja in der Stadt Schwarzenberg koordinieren. Dazu haben wir ja eine Mitarbeiterin bei unserem Verein beschäftigt, die Nicole Ullmann, die das seit 2009 in hervorragender Art und Weise dort löst. In diesem Rahmen natürlich auch viele Dinge der Stadt- und Stadtteilentwicklungen, das jetzt natürlich auch mit auf Lauter-Bernsbach bezogen. Da sind wir dabei, jetzt bestimmte Dinge noch mit der Stadtverwaltung dort aufzubauen und vorzubereiten. Das Thema Fachkräftesicherung nach wie vor ein Thema. Es wird sicherlich auch brisanter werden in den nächsten Jahren. Und gut, an dem Thema Asyl und Integration kommen wir sicherlich auch nicht vorbei. Wissenswertes über den Wirtschafts- und Gewerbeverein Region Schwarzenberg findet man im Internet unter gewerbeverein-schwarzenberg.de, wo man auch die Kontaktdaten erfährt. Ansonsten organisiert der Verein mit den Städten Schwarzenberg und Lauter-Bernsbach regelmäßig Unternehmensstammtische, die auch für Nichtmitglieder offen sind. Zu den Freizeittipps. Nach dreiwöchiger Schließzeit hat das Bergbaumuseum Oelsnitz-Erzgebirge seit dem 2. Februar wieder regulär für Besucher geöffnet. Gleich am 4. Februar läutet das Museum ab 16.30 Uhr gemeinsam mit dem Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge das Jahr der Entscheidung über die Nominierung des Erzgebirges zum Welterbe mit einer Ausstellungseröffnung ein. Die Wanderschau unter dem Titel UNESCO-Welterbestätten in Deutschland stellt mit einzigartigen Panoramafotografien von Dr. Hans-Joachim Aubert Bau- und Industriedenkmäler, Städteensembles sowie wundervolle Landschaften vor. Die Fachberater der polizeilichen Beratungsstelle in Chemnitz sind vom 5. bis 7. Februar auf der Baumesse Chemnitz mit einem eigenen Stand vertreten. Die Ansprechpartner vor Ort werden Interessierte umfangreich und kompetent zum Thema Sicherheit rund um das Haus beraten. Mehr zum Thema Sicherheit im Internet unter polizei-beratung.de. Die Geschichte vom Zauberer der Smaragdenstadt soll in Schwarzenberg bei einer Ferienveranstaltung neu erzählt werden. Gemeinsam mit dem Geschichtenerzähler Klaus Adam entwickeln die Teilnehmer des Workshops die Story weiter und produzieren kleine Hörspiele, die später im Internet auf kidspots.de veröffentlicht werden. Die Teilnehmer lernen eine Menge über Sprache und Literatur und darüber, wie Internethörspiele entstehen und wie es dann im Netz veröffentlicht wird. Der Workshop wird in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Schwarzenberg
am 16. Februar 10 bis 14 Uhr im Schulclub der AWO durchgeführt. Zur Vorbereitung des Workshops bekommen die Teilnehmer im Vorfeld kleine Aufgaben. Aus diesem Grund ist eine Voranmeldung erwünscht. Anmeldung in der Stadtbibliothek Schwarzenberg, Telefon 03774-23031. Das waren Nachrichten und Termine am Dienstag. Mehr dazu finden Sie auf erztv.de oder kabeljournal.de. Weitere Berichte und Hintergründe aus dem erzgebirgischen Geschehen sehen Sie auch in erztv, das Magazin, zwischen 7 und 0 Uhr zu jeder vollen ungeraden Stunde. Morgen sind wir wieder für Sie da, neu ab 20 Uhr. Glück auf!